Aber dann denken die Zuhörer, dass wir immer über Monster reden. Gibt's da noch ein anderes Thema? Nein. Hallo und herzlich willkommen zum Project Pop Culture Podcast. Das diesmal wieder mit dem Ableger Monster Talk. Ich bin der Daniel und bei mir sitzt der Kulturhistoriker Niklas. Hallo! Hallo! Na, wie geht's dir heute? Gut. Ja, bist du wieder monströs drauf? Ich bin immer monströs drauf. Oh, das glaube ich. Oh nein, das letzte Mal war ja Halloween und jetzt sitze ich hier wieder mit dir zusammen. Und was haben wir nochmal das letzte Mal an Halloween über das Monströse herausgefunden, wohlbemerkt in der voraufklärerischen Zeit? Genau, wir hatten uns ja über die Monster vor der Aufklärung unterhalten. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Monströse da erstmal all das sein kann, was die Menschen nicht kennen, was sie nicht verstehen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wie man das einzuordnen hat. Und ganz wichtig ist vor der Aufklärung noch der Punkt, dass man eigentlich davon überzeugt war, dass Monster wirklich existieren können. Die leben vielleicht in unzugänglichen Regionen, wir hatten das mit dem Rand der bekannten Welt. Ja. Man kam da vielleicht nicht hin, man ist sich nicht ganz sicher, wie das zustande kommt, dass die da sind, aber theoretisch war man der Meinung, dass Gott als Allmächtiger alles schaffen kann. Das heißt, deswegen kann es auch Monster geben. Habe ich deswegen nicht die Frage gestellt, dass nicht der Mensch eigentlich das i-Tüpfelchen der Schöpfung sein müsste? Warum gibt es dann auch diese Monster? Also wie kommt das? Ist doch biblisch nicht belegt. Weißt du da mehr drüber? Tatsächlich nein. Gibt es... nein. Tatsächlich gibt es die Geschichte, dass unter den Söhnen von Noah nach der Sintflut die Kontinente aufgeteilt wurden. Ich kann dir jetzt natürlich gerade nicht sagen, wie sie heißen. Sem, Ham und Japhet, glaube ich. Okay. Du als Theologe weißt doch sowas bestimmt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit weiß ich das. und einer von diesen Söhnen, ich glaube es war Ham, ich bin mir aber nicht sicher, welcher. Einer von den drei hat zumindest die Arschkarte gezogen. Ja, warum? Denn der hat seinen Vater erwischt, wie der besoffen nackt im Zelt gelegen hat, tatsächlich, und hat sich drüber lustig gemacht. Na, der Noah, Mensch. Genau, der Noah hat einen Durst getrunken und sein Sohn fand das irgendwie witzig und hat dann seine Brüder geholt und wollte denen das vorführen. Ja. Die haben ihn dann aber ziemlich runtergemacht und fanden das nicht so toll. Und daraufhin hat Noah ihn so ein bisschen verflucht. Und er hat dann halt Afrika bekommen, den vermeintlich schlechtesten Kontinent. Aus Rache wahrscheinlich. Ja. Und in Afrika ist es ziemlich warm und deswegen sind die Leute, die dort leben, halt komisch. Und in Kombination mit diesem Fluch, so glaubt man im Mittelalter, kamen da dann halt deformierte Wundervölker bei raus. Die in Moment, Afrika das war jetzt haben. Aber wieder die Hautfarbe, richtig? Das ist nicht nur die Hautfarbe. Also die haben wir doch das letzte Mal schon angesprochen auch. Genau, also die Hautfarbe, aber diese Deformation muss halt oder wurde mit diesem Fluch kombiniert nicht unbedingt nur auf die Hautfarbe bezogen. Also der unreine Bruder sozusagen, der bestrafte, verfluchte Bruder afrikanischer Kontinent, weil mit Monströsen konnotiert sozusagen. Genau. Ah, ja. So, das erinnert mich an die Geschichte der Mormonen, beziehungsweise die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und so weiter. Ja, mit der Theorie, dass die ja dann nach Amerika gesiedelt sind und dort gab es dann ja die Ureinwohner etc., falls ihr das was sagt. In etwa, ja. Sorry. Okay, aber wir wollen jetzt ja nicht über die Mormonen reden, sondern über unser Ergebnis vom letzten Mal. Und das hast du ja nochmal gut zusammengefasst bezüglich des Monströsen in der voraufklärerischen Zeit. Und meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist jetzt ganz klar, dass wir hier wissenschaftlich reden. Ne? Also es ist jetzt nicht so der lockere Talk wie sonst mit Lasse beispielsweise, sondern wir versuchen das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher aufzudröseln. Ne, Niklas? Wir versuchen das, ja. Wir versuchen zumindest. So, sag mal, welche Formen des Monströsen gibt es denn eigentlich in der Wissenschaft? Welche Positionen sind denn da so vertreten und wie kann man diese Positionen korrelieren oder auch differenzieren? Also das ganz Wichtige in der Wissenschaft ist ja immer, es gibt nie irgendeinen Konsens, das wäre ja Quatsch. Schön wär's. Schön wär's, ja. Man kann einmal, das hatten wir beim letzten Mal schon versucht, die Monster über den Körper irgendwie fassen. Also der monströse Körper ist deformiert, der weicht von der menschlichen Norm irgendwie ab. Ja. Man kann aber auch das Monströse über das Verhalten fassen. Das hat... Also wenn du jetzt hier blöd rumtanzt, dann bist du ein Monster, weil du dich irgendwie asozial verhältst. Nee, so ganz einfach ist es dann tatsächlich nicht, aber... Schade. Zwar gab es einen französischen Philosophen, Michel Foucault,
Und der hat versucht, das verbrecherische Potenzial des Monströsen aufzuzeigen. Und er hat im Prinzip gesagt, das Monster muss nicht anders aussehen unbedingt, es muss aber dann anders handeln. Und zwar würde es die kulturellen Werte der menschlichen Gemeinschaft brechen. Zum Beispiel, indem es ein Verbrechen begeht, indem es als Kannibale daherkommt oder als Vergewaltiger. Ja, also Menschen, die per se böse Handlungen machen, sind Monster. Genau, das wäre halt eine Möglichkeit, das Monströse zu fassen. Die nächste Möglichkeit... Was ja witzig ist, weil sich das auf Menschen bezieht. Genau. Und nicht auf, was weiß ich, Fantasiewesen oder sowas. Genau, Foucault bringt ja das Monster vom Rand der Welt irgendwie in die Mitte der Gesellschaft. Und jetzt sind wir schon in der postaufklärerischen Zeit. Denn Foucault hat das, meinst du? Genau, Foucault hat im 20. Jahrhundert schon gewirkt. Generell bringt die Aufklärung selber so eine gewisse Entzauberung irgendwo. Man will ja dann alles rational erklären können. Ja. Es gibt die Teratologie als Forschungsfeld. Also man beginnt sich mit der Deformation des Körpers wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Und das Ganze wird dann nicht mehr so unbedingt als monströs wahrgenommen. Und Foucault schreibt halt, dass so um 1800 rum dieses Sittenmonster die Bühne des Weltgeschehens betritt, wenn man so will. Ja. Und da geht's dann los mit dem verbrecherischen Potenzial. Er findet dafür die ersten Quellen tatsächlich im Kontext der Französischen Revolution, wo dann die bürgerliche Schriften Ludwig XVI. Und seine Frau zum Beispiel bezichtigt haben, nach dem Blut des Volkes zu dürsten und sie als Kannibalen dargestellt haben. Das ist natürlich als Metapher, der König frisst sein Volk, das ist ja ein politisches Statement gewesen. Aber anhand dessen macht er dann diese Sittenmonster erstmals fest. Ach ja, und das Volk aber nicht, dass dann die Revolution beginnt. Weil das ist ja dann gerechtfertigt sozusagen. Das wäre eine interessante Frage, weil sie eigentlich einen Gesetzesbruch begehen. Genau. Aber letzten Endes ist das ja nicht unbedingt so ein Tabubruch per se. Also der Tabubruch, der scheucht ja die Leute auf, der stößt sie ab. Also Kannibalismus ist da ja ganz vorne mit dabei, was die Leute als Tabubruch empfinden, was so absolut gar nicht geht nach unserem Wertempfinden. Ja, oder nach dem Katholizismus damals. Genau. Ne? Ja. Okay. Man könnte auch das Monströse über den Raum fassen. Also Raumtheorie ist immer so eine relativ abstrakte Geschichte tatsächlich. Na, dann erklär uns das doch mal. Wer hat diese Raumtheorie erstmal gemacht? Raumtheorie, es gab irgendwann in den 1980er Jahren ging dieser Spatial Turn, glaube ich, los, also dass man angefangen hat, Kulturwissenschaft und Geschichtswissenschaft über Räume erfahrbar machen zu wollen. Damit meinst du jetzt kein Wohnzimmer, gehe ich von aus? Nein. Sondern erklär uns erstmal diesen Raumbegriff vielleicht, also, ganz allgemein. Also Raum ist letzten Endes erstmal Raum. Das kann auf einer Landkarte fassbarer Raum sein. Zum Beispiel ein Territorium. Ein Territorium. Die Monster am Rand der Welt, das wäre Raum wirklich im Wortsinne räumlich gesehen, die kommen halt aus einem anderen Raum und kommen dann halt in den europäischen Kulturraum herein zum Beispiel. Das wäre das Monströse am Rand. Man kann das Monströse aber räumlich gesehen auch als ein Wesen zwischen zwei Räumen fassen. Also man hätte einen menschlichen Raum vielleicht und einen tierischen Raum und im Türrahmen dazwischen, im Flur oder so, da steht dann das Monster, weil es halt weder das eine noch das andere ist. Es wäre dann eine Form des Dazwischen. Ein Wesen zwischen den Räumen. Da gibt es von einem indischen Theoretiker, glaube ich, Homika Bhabha heißt der, ganz witziger Name, ein Buch Location of Culture, der hat ja den Begriff des dritten Raumes geprägt. Das ist eine Art abstrakter Raum, wo sich dann zwei verschiedene Dinge treffen können, wo zum Beispiel Kulturen aufeinandertreffen und sich da vermengen, da kommt dann irgendwas Komisches bei raus. Und dieser dritte Raum, das wäre dann, kann man zumindest so sehen, der Raum des Monströsen. Wenn sich... Okay, also entweder steht das auf der Schwelle oder zwei Kulturen vermischen sich und dann kommt das Monster. Also ein Hybrid. Genau, also es verbindet eigentlich... Oder das Monströse kann zwei Dinge verbinden, die eigentlich getrennt sein müssten. Ja. Also wenn man zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, den Zombie, nimmt, dann könnte man... Unser aller Lieblingsbeispiel. Je nach Zombie natürlich, aber der ist wieder... Also ein Mensch ist entweder tot oder lebendig, der kann eigentlich nicht beides sein. Aber ein Wiedergänger würde das ja so ein bisschen konterkarieren, der ist ja irgendwie beides. Also ein Vampir zum Beispiel, da würde es halt auch drauf passen. Ja. Also der würde halt zwischen dem Raum tot und dem Raum lebendig, würde halt der Vampir oder der Zombie oder jeder Wiedergänger würde da stehen. Kann man dann den Zombie auch auf Foucault subsumieren?
Weil er ist ja, er könnte ja kein Sittenmonster sein, oder, Niklas? Na, das, er hätte ja auch, also er hat ja schon einen monströsen Körper irgendwo. Also der. Ja, aber kein Verhalten. Und Foucault bezieht sich ja auf das menschliche Verhalten, das monströs daherkommt. Also Tabubruch bezieht. Und der Zombie ist ein Kannibale, ja, aber er ist kein bewusster Kannibale. Er ist ja nur Materie, die umherrennt. Genau, wenn er kein Bewusstsein mehr hat, dann kann er ja auch eigentlich kein Tabu brechen, bewusst irgendwo. Also, korrekt, ja. Und dann auch kein Sittenmonster sein nach Foucault, sondern dann passt er wirklich mehr in diese Raumtheorie. Ja, oder halt aufs klassische Körpermonster, also der monströse Körper. Ja, also aber dadurch, dass er dann kannibalistisch daherkommt, Moment, oder, naja, er kommt sowohl menschlich, zumindest von seiner ehemaligen Physis daher, als verwester Körper, der noch menschliche Reminiszenzen hat daher, ne? Mhm. So, aber er frisst. Aber er frisst nicht bewusst. So, dann ist er jetzt einmal ein Schwellenwesen, oder nicht? Er wäre ein Schwellenwesen, also weder tot noch lebendig. Ah ja, das macht ihn zum Schwellenwesen, genau. Aber die Funktion, dass er Kannibale ist, zwar unbewusst Kannibale ist, aber noch physisch teilweise so aussieht wie Mensch, macht ihn aber nicht gleich zu Foucaults Sittenmonster. Geht nee, nicht, passt dem, nicht. In dem Fall passt es nicht, genau. Nein, genau. Okay. Dann haben wir das, oder? Dann haben wir das. So, also wir haben jetzt Foucaults Sittenmonster und die Raumtheorie, haben den Zombie jetzt darauf bezogen. Gibt es denn noch mehr Theorien bezüglich des Monströsen? Es gibt ganz populär von Jeffrey Cohen, das ist ein amerikanischer Medievist, also jemand, der das Mittelalter erforscht. So wie du. So wie ich. Ja. Ist da nicht schon alles erforscht zum Mittelalter, Niklas? Nee, man gräbt immer Neues aus. Wirklich? Ist das nicht ausgelutscht? Kurzer Exkurs. Vieles ist irgendwo ausgelutscht. Ich weiß nicht, also die Medievisten mögen jetzt Steine werfen, aber also ich weiß jetzt nicht, ob man sich dann zum 15. Mal mit demselben Thema aus einer anderen Perspektive befassen müsste. Ja, ja. Wird oft gemacht, also okay. Aber man findet letzten Endes immer einen neuen Aspekt, der noch nicht irgendwie betrachtet wurde. Ach, das ist doch schön. Man muss nur ein bisschen graben. Ne? Ja, das Mittelalter bietet viel. Das Mittelalter bietet viel. Man muss seine Disziplin auch irgendwie selbst ein bisschen rechtfertigen können. Ne? So, also, und der Cohen forscht genauso gerne wie du am Mittelalter. Genau, aber noch lieber forscht der gute Herr Cohen an Monstern. So wie wir. So wie wir. Weil mittlerweile forscht er, glaube ich, an Steinen. Das ist ein bisschen an cool. Steinen? Ja, der hat irgendwie eine Kulturgeschichte der Steine geschrieben. Vielleicht Hobbygeologe. Vielleicht Hobbygeologe. Zumindest hat Cohen so ein bisschen plakativ ausgedrückt gesagt, zeigt mir irgendein Monster und anhand dieses Monsters erkläre ich die Kultur, aus der dieses Monster hervorgebracht wurde. Also er versteht ein Monster als Kulturprodukt. Für Cohen ist also ein Monster immer Abbild des anderen einer Kultur. Also alles, was in einer Kultur irgendwie gar nicht geht. Auch in der voraufklärerischen Zeit? Auch in der voraufklärerischen Zeit, ja. Also was in einer Kultur, in einer Wertegesellschaft, zum Beispiel im Mittelalter war es die christliche Wertegesellschaft, das christliche Abendland. Und alles, was außerhalb dieser Wertvorstellungen oder auch Normvorstellungen, ästhetisch gesehen zum Beispiel die körperliche Schönheit, die körperliche Norm, und alles, was außerhalb dieser Norm steht, das wäre per se erstmal monströs. Und Cohen geht noch einen Schritt weiter und sagt, das Monster selbst ist erstmal ein bloßes Zeichen. Also Monstrare, wenn man das lateinisch herleitet, heißt Zeichen, verweisen, zeigen, ja. Genau, auf etwas verweisen, etwas verweisen oder auch ermahnen. Und der monströse Körper nach Cohen würde auf etwas verweisen. Und der verweist auf das andere einer Kultur und macht es immer aus einem bestimmten Zweck. Also die Kultur erschafft sich selbst ein Monster, um sich selbst zu etwas zu ermahnen oder auf etwas zu verweisen. Und wenn wir das jetzt wieder auf den Zombie beziehen? Zum Beispiel würde der Zombie, gut, der Kannibalismus ist ja nicht das eigentlich Erschreckende am Zombie, aber der Zombie kann ja alles sein. Je nach Entstehungskontext des Films, also je nach kultureller Umgebung, kann der Zombie zum Beispiel bei Romero eine Kritik am Vietnamfilm sein, zum Beispiel. Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg, nicht am Vietnamfilm, Entschuldigung. Am Vietnamkrieg. Sowas kann er sein. Er kann auf den Kalten Krieg verweisen, er kann auf den Kapitalismus, den kann er kritisieren. Konsumgesellschaft hat Romero zum Beispiel auch in Dawn of the Dead ganz stark gemacht. Okay, also dann ist jetzt die Kultur in dem Sinne aber die globale westliche Kultur, sozusagen. In dem Fall von Romeros Zombies, ja.
also Cohns Theorie ist eigentlich ziemlich universell anwendbar. Ja. Also wenn man jetzt, da kenne ich mich gar nicht aus, aber zum Beispiel sagt, man schaut sich die Monster des japanischen Mittelalters an, auch die werden welche gehabt haben, bin ich mir ziemlich sicher, dann würden die halt... noch keine Kaijus, aber... dann würden die halt im Kontext der japanischen Kultur der Zeit stehen und da halt auf irgendetwas verweisen. Ja, gut, und die Zombies wäre jetzt meine Theorie, dass die ein Zeichen der Profanisierung sind, des Todes. Oder dass die eine ziemlich negative Darstellungsform von Todesvorstellungen sind, wie man den Tod heute wahrnimmt. Genau, das würde ich dir zustimmen, ja. Das Na? Wäre auch so generell eine mögliche Lesart. Ja, okay. Und gibt es da noch weitere Theorien? So zum Beispiel etwas Ekelhaftes? Etwas Ekelhaftes? Gibt es denn eine ekelhafte Theorie? Eine ekelhafte Theorie? Also es gibt die Objekttheorie von Julia Kristeva. Ah, darauf wollten wir jetzt ja gar nicht raus. Nein, das ist ja ganz komisch. ist auch ein wenig kompliziert. Und Kristeva versteht... Ach, die Objekttheorie ist doch gar nicht kompliziert. Selbsterklärend, ne? Genau, nein, also... Das Objekt als solches ist leicht zu verstehen, aber die Objekttheorie im psychoanalytischen Sinn, ja, geht eigentlich. Da musst du halt mit der Psychoanalyse vertraut sein. Und wir gehen jetzt davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die drei, die jetzt gerade reinhören, oder die eine Person hier auf diesem Planeten, dann damit vertraut ist. Natürlich mit der Psychoanalyse, ne? Ja, meinst du? Na, auf jeden Fall. Nein, wir gehen jetzt einfach davon aus, weil wir jetzt hier wissenschaftlich evaluieren. Also insofern, leg mal los. Also eine Voraussetzung der Psychoanalyse ist ja, dass es ein Selbst gibt, also ein Ich zum Beispiel, und dieses Ich wird geprägt von den Werten und Normen der Kultur, in der es sich befindet. Ja. Also Freud hat das Über-Ich genannt. Das schreibt dem Ich vor, was es tun und lassen kann, was halt nicht okay ist. Ja. Und Kristeva geht jetzt davon aus, dass eine gewisse Selbstkonstituierung, also dass das Selbst, das Ich, sich erschafft oder erschaffen wird, von der es umgebenden Kultur, und das geht halt im Augenblick der Geburt los. Also ein Baby kommt auf die Welt und sobald es auf der Welt ist, dann wirkt die Kultur auf es ein. Genau, und das sagt ja nicht nur Kristeva. Das sagt nicht nur Kristeva, das sagt zum Beispiel auch Freud. Genau. Und Kristeva sagt jetzt, das Kind im Mutterleib, das wird ja auch schon, das reift ja heran, bis es geboren wird. Ja. Und so ein paar Sachen, die es dann mitbringt, die passen aber nicht in die Kultur rein. Und zwar lernt das Kind, dass gewisse Sachen halt nicht okay sind, und die werden dann verdrängt. Vom soziokulturellen Umfeld. Genau. Die können aber meistens oder oft nicht komplett verdrängt werden, sondern bleiben als das Objekte am Rand des Bewusstseins bestehen. Ja, Moment. Also würde das Kind jetzt, nachdem es geboren wurde, sagen, oh, ich muss jetzt die ganzen Mitarbeiter im Kreißsaal abstechen, sozusagen, und dann... sage ich, nee, das verstößt gegen unsere kulturelle Norm. Und dann denkt sich das Kind, okay, das speichere ich jetzt ab, dass das verboten ist, aber es ist irgendwo noch als Objekt vorhanden. Ja, ganz so konkret ist es tatsächlich nicht. Nein, aber... war jetzt ein plakatives Beispiel einfach oder provozierendes. Also letzten Endes lernt das Kind im Laufe des Heranwachsens, dass gewisse Sachen okay sind und gewisse Sachen halt nicht okay sind. Und ein paar Dinge, die es im Mutterleib erfahren hat, werden mit dem Objekten verbunden und verbleiben am Rand des Bewusstseins. Was kannst du denn im Mutterleib erfahren? Zum Beispiel wäre das Objekte, löst Aversionen aus vor gewissen Dingen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, viele Leute ekeln sich vor Blut zum Beispiel oder vor Körperflüssigkeiten. Das würde Kristeva mit dem Objekten erklären, weil das kennt das kleine Heranwachsende, der Embryo aus dem Mutterleib. Das wird in der heutigen Gesellschaft natürlich nicht nach außen hin getragen, es ist irgendwie tabuisiert, aber trotzdem ist es als Objekt, das am Rand irgendwie noch bestehen. Ja, das löst eine Aversion in uns aus. Ja, und das Objekt ist ja erstmal generell, wenn wir von dem Objekt sprechen, etwas, das Ekel in uns hervorruft. Genau. Ekel, Aversion, das wäre das Objekt, ja, was richtig uns abstößt. Und eine Lesart wäre jetzt, dass das Monströse dieses Objekte visualisiert. Also, um wieder bei dem Zombie zu sein. Ja, bitte. Der ist ja schleimig, der sondert manchmal irgendwelche komischen Flüssigkeiten ab, der blutet. Deformiert. Deformiert, genau. Also, alles sozusagen, was das Objekt da ausmacht, trägt der Zombie an sich.
Und wenn der Zombie anfängt, irgendwelche Menschen zu fressen, dann bringt er das Objekt gesetzt so nach draußen. Also der kommt ja nicht an und schluckt so einen Menschen runter, sondern der weidet ihn aus, der zerfetzt ihn, da fliegen dann irgendwelche Eingeweide durch die Gegend. Also das Objekt, Innere des Körpers, wird nach außen gekehrt. Also wäre ein Zombie sozusagen eine gewisse Art Visualisierung dieses Objekten. Und wir haben eine Metaebene, also dass er nicht nur so aussieht, sondern dass er das Objekt auch noch weiter Er in Form bringt es seiner hervor, Handlungen, genau. genau. Das ist ja interessant. Also er holt das Objekt im Prinzip in unser Bewusstsein. Das, was Dann, wenn wir es sehen als Zuschauer. genau, wenn wir das natürlich aus der sicheren Entfernung des Kinosessels irgendwie wahrnehmen, klar. Aber der Zombie holt das, was wir an dem Rand verdrängen, nämlich das Objekte, holt er wieder zurück in unser Bewusstsein. Einmal dadurch, wie er aussieht, was er so macht, aber vor allen Dingen dadurch, was er macht. Also, dass er umbringt, dass er da mit Körperflüssigkeiten rumspritzt und so weiter. Und das ist dann ja auch das, was der Cohen sagt, ja? Im Prinzip, genau, auch. Also, Cohen nimmt Kristeva halt auch auf, aber Cohen ist da ja sehr viel größer aufgestellt mit seiner Kulturtheorie. Also können wir jetzt sagen, dass der Foucault nicht zutrifft, der Cohen trifft zu und die Kristeva trifft zu und die Raumtheorie trifft zu. Haben wir irgendeinen Namen noch zur Raumtheorie? Nee, ne? Baba hatten wir. Baba. Bhumika Ach Baba. ja, Der Baba. Inder. Der Inder, der Baba. Dass dass diese drei dann zutreffen. Foucault, Kristeva und Baba. Aber der, den Fou Cohen. Cohen, genau, und den Also Foucault. Foucault trifft ja auch irgendwo zu. Also Ah ja, wenn wir jetzt, stimmt, wenn wir jetzt nicht nur den Zombie wenn betrachten, man nicht sondern nur den das. Zombie betrachten, genau. Für den Ja. Zombie lässt sich Foucault jetzt nicht unbedingt anwenden. Ja, welches davon ist denn deine Favoriten- oder Lieblingstheorie? Also welches für dich am schlüssigsten als Monsterexperte? Also ich bin ein großer Freund von Cohen, aber Cohen ist halt sehr universal anwendbar. Also es hat mal ein Dozent von mir da in der Uni gesagt, das ist so allgemein, dass es richtig sein muss. Okay. Aber ich finde Cohen gut und ich finde das auch sehr schlau, was er sagt. Nur muss man es dann halt, wenn man sich mit dem konkreten Monster auseinandersetzt, natürlich dann sonst so ein bisschen detaillierter betrachten. Und dafür benutze ich ganz gerne, ich habe mich mit dem Zombie auseinandergesetzt viel, dafür benutze ich dann Ja, Kristeva, nicht nur weil es du, da ne? halt passt. Genau, du ja auch, aber. Genau. Auch im Rahmen des Project Pop Culture Podcasts, ich verweise kurz auf den Twister Talk, wo wir Fear the Walking Dead ausführlich besprechen und da natürlich auch nicht drum rumkommen, um über den Zombie zu philosophieren. Ja. Okay, und der Zombie, ja klar, da ist dann natürlich die Kristeva mit dem Objekt Ganz vorhanden. vorne mit dabei, ja. Ja, genau. Gibt es denn Monster, wo Kristeva mit dem Objekt nicht zutrifft? Beispielsweise? Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Man kann so diese, in Anführungszeichen, klassischen Sittenmonster nach Foucault versuchen manche auch mit dem Objekt zu erklären. Also Hannibal Lecter zum Beispiel, der Kannibale. Also mir persönlich scheint das schlüssig einfach nur Foucault zu benutzen und viele benutzen dann halt den Kannibalismus als psychoanalytisches Instrument und bemühen dafür halt Kristeva. Aber Ach so, ja, gut, von wegen wenn. menschlicher Einverleibung. Ja, das ist ja schon mal, das ist A, was Tabuisiertes und B, ruft das Ekel hervor, wenn das denn in einem Horrorfilm beispielsweise gesehen wird. Genau. Deswegen dienen ja auch Horrorfilme als Indikator, dass Objekte, also das am Rande des Unterbewusstseins verortete, wieder hervorzurufen. Genau, aber für mich reicht da Foucault. Also das wäre das Sittenmonster per se für mich. Man kann das mit dem Objekt natürlich erklären, wobei ich finde, dass gerade diese Hannibal-Geschichten, der fängt ja jetzt nicht an, irgendwelche Leute auseinanderzureißen und da mit irgendwelchen Gedärmen rumzuschmeißen. Wenn du jetzt von Das Schweigen der Lämmer sprichst, von dem Zum Film. Beispiel, ja, zum Beispiel. Es gibt ja Es gibt ja auch Kannibalenfilme, Ja, natürlich, die sind dann sehr, sehr explizit. genau, die zielen darauf ab, das Objekte zu bedienen. Und Ja. generell ist es ja eine Form des Horrors, nicht nur des gotischen Horrors auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite eben das Ekelhafte hervorzurufen und sich Ja. dem Ekelhaften zu bedienen. Die ganzen Italo-Western und so, wenn wir jetzt wieder bei Zombies wären. Beispielsweise durch die Splatterfilme, durch Ja. Deformierung des Körpers und etc. Also da könnt ihr euch selbst Gedanken machen, wie viele Filme es gibt, wo man wirklich auch Ekel empfinden soll. Warum? Um diesen Trieb, der da ist, dieses Ekelhafte oder eben das Tabuisierte, dieses Objekt halt zu bedienen, zu befriedigen, weil es ist ja da anscheinend nach Kristeva. Also das Objekte-Lehrbuch schlechthin, finde ich, und ich bin mir immer noch sicher, dass die Frau Kristeva einen Film geschaut hat, bevor sie ihr Buch geschrieben hat, nämlich den ersten Teil der Alien-Reihe. Ach, tatsächlich, ja.
Da gibt es vor allen Dingen diesen objektgesetzten Vorgang der Geburt. Also wenn man sich mal anschaut, es gibt einmal in der Zukunft, diese fliegen ja in ihrem Raumschiff durch die Gegend und werden geweckt. Nostromo, ne? Nostromo, genau. Ja. Und werden geweckt übrigens von dem Schiffscomputer, der heißt ja nicht umsonst Mother zum Beispiel. Und sie werden aufgeweckt, das geschieht ganz sauber, sie werden quasi geboren aus ihren Stasiskammern. Und die Aliens werden ja auch geboren, aber als Parasiten in einem Wirtskörper. Und das ist dann natürlich sehr objektgeladen. Also erstmal schleimen die überall rum, dann brechen sie aus ihrem Wirtskörper hervor, es blutet überall, der Wirtskörper stirbt dabei. Das wäre sozusagen die abjekte Form der Geburt. Also die Alien-Filme sind da gehen sehr stark in die Richtung, finde ich zumindest. Stimmt. Vor allen Dingen dann auch wieder dieser Kontrast zwischen der Reinheit und zwischen dem Ekelhaften. Genau. Und dass das Reine dann ins Gegenteil verkehrt wird plötzlich durch das Alien. Und dass es dann eben mit der Reinheit bricht. Oder mit dem Kanon, wie wir es eben vorher aus der Science Fiction kannten und jetzt plötzlich Horror-Sci-Fi haben. Und da Genau. sind wir halt eben, was ich meinte, beim Horror wieder. Ja. Weil der Horror eben das Objekte bedienen muss. Ich weiß, es war ganz witzig. Der erste Alien ist, glaube ich, 79 erschienen. Kann das sein? Das könnte sein. Und Christine hat 1980 ihr Buch geschrieben. Also vielleicht gibt es da wirklich einen Aber Zusammenhang. rekurriert sie denn direkt auf Alien und Ridley Scott? Nicht wirklich, nee. Also ich finde es nur ganz. Also sie bedient vor allen Dingen, nimmt sie literarische Beispiele in ihrem Essay. Okay. Also bei Dostoevsky, bei Joyce ganz viel. Aber ich fand es zumindest ganz passend. Ja, das trifft so zu, wie du Ja. es jetzt erläutert hast, klar. Also da, wenn man sich dann an den Film erinnert, auf jeden Fall. Gerade wie sie dann da aufwachen und so und dann plötzlich Genau. da pff, dieses Ekel, dieses kleine Ding, dieses kleine niedliche Viech eigentlich, das dann da rausspringt aus dem Körper von dem, oh je, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich weiß es auch gerade nicht Ja, das mehr. aber, der ist ziemlich bekannt und jetzt leider erst vor kürzlich verstorben. Gut, wie auch immer. So, das waren jetzt diese Monster-Theorien, die es da gibt. Gibt es da noch andere Theorien oder? Außer die, die wir jetzt schon genannt haben. Also es gibt noch einen Ansatz von einem John Hurt hieß der, glaube ich, ne? John, John echt? Hurt müsste das erste Opfer gewesen sein. Bin mir aber gerade nicht sicher, weil John Hurt ist ja verdammt bekannt. Ja, das stimmt. Ja, so. Aber ich wusste gar nicht, dass der Ja, gestorben ist. 2017, ja, 25. Januar ist der Aha. verstorben. Das habe ich Ja. gar nicht mitgekriegt. Genau, und ich meine, dass John Hurt das erste Opfer war. Das Ja. kann gut sein, ne? Genau. Wusstest du, dass Ian Holm damit spielt? Ja, Sehr klar. gut. Der Bilbo. Der Bilbo. Gut. Gibt es noch weitere Theorien, von denen wir noch nichts wissen Also oder von denen ich noch nichts weiß? das sind jetzt die, mit denen ich mich so befasse. Es gibt noch den Ansatz von einem Amerikaner, Baudry heißt er, glaube ich, der unterscheidet vor allen Dingen zwischen Naturmonstern und geschaffenen Monstern. Oh, interessant, weil das wäre eine gute Brücke jetzt auch für unser Thema, eben Voraufklärung, Nachaufklärung vielleicht, ne? Genau, also die Naturmonster wären dann halt einmal die, die laut Weltbild quasi da sind, die Teil der Natur sind. Da würde man im Mittelalter oder nach mittelalterlicher Weltausfassung halt diese Wundervölker dazu zählen. Die sind ja Teil von Gottes Schöpfungsplan, die sind halt einfach da, Teil der Natur. Da würde man aber aus heutiger Zeit, auch wenn man da jetzt nicht dran glaubt, aber zum Beispiel Bigfoot oder den Yeti dazu zählen. Die sind Monster, die einfach Bestandteil der Natur sind. Oh Oder ja. Nessie, ne? Und ein geschaffenes Monster wäre. Moment, die sind ja nicht Bestandteil der Natur. Sind das nicht auch geschaffene Monster? Laut der Darstellung wären es Naturmonster, weil man davon ausgeht, also man gesetzt den Fall, Dass die man im glaubt, Rahmen der dass. Evolution entstanden sind. Genau. Ah, okay. Genau. Also so paranormale Phänomene oder wie heißt Genau, Kryptozoologie. Wobei ich ihn da, weil ich habe sein Buch, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber von Okay. dem, was ich weiß, würde ich ihn da jetzt kritisieren und einfach sagen, das sind dann halt Tiere. Ja. Also wenn sie Bestandteil der Natur sind, gerade diese kryptozoologischen Wesen, dann müsste es ja einfach Tiere sein, Tierarten sein, die man halt einfach nicht entdeckt hat. Theoretisch schon. Bisher. Ja, aber dadurch, dass man sie nicht erklären kann, aber dass die immer wieder auftauchen, vielleicht. Dann wären sie erstmal noch monströs, ja, klar. Ja, weil es das Unbekannte ist. Ja, ich finde, das hinkt ein bisschen. Das andere wären dann bei ihm geschaffene Monster, also Frankensteins Kreatur zum Beispiel, die zu künstlichem Leben erweckt wird. Das wäre ein geschaffenes Ach so, aber Monster. nicht in dem Sinne, dass sich das Mary Shelley ausgedacht hat Nee, als im Sinne, Geschaffene. dass Dr. Frankenstein das Ding aus Leichenteilen zusammengebaut hat. Ja, Also. okay. Dann wäre ja auch Frankenstein wäre das ein Objekt? Nein. Nee, Dr. Frankenstein wäre ein Sittenmonster tatsächlich. Dr. Frankenstein wäre ein Sittenmonster, aber Frankensteins Monster wäre ein Objekt.
Dadurch, ja, dass er aus Leichenteilen zusammengebastelt. Genau, das würde auch das Objekte wieder abbilden irgendwo. Ja, aber Dr. Frankenstein ist eindeutig ein Sittenmonster. Ja. Dadurch, dass er gegen einen dieses Tabu verstößt. Ja, Necro, wie heißt das? Leichen ausbuddeln und so. Da gab es auch diese hier, Body Snatchers und so. Bodies. Ja. Also ja, letzten Endes wäre ja so eine Art Nekromant dann schon fast. Ja, ja, genau, genau. Ein Bokor. Ein Bokor. Und schon wieder die Zombies. Ja, genau. Bokor sind ja diese Magier, ja, genau, aus Afrika. Gut. Jetzt wollen wir uns doch mal den Monstern nach der Aufklärung widmen. Was sind denn da die Merkmale? Denn wir nähern uns jetzt so langsam dem fantastischen Monster. Kann das sein? Also die klassischen Monster, sagen wir mal, Vorstellungen, die scheinen jetzt obsolet zu werden. Mhm. Und also müssen jetzt neue Monster daherkommen, oder? Wie sieht's denn da aus? Also wir haben ja schon die Theorien gerade so ein bisschen uns angeschaut. Und wenn man dann nach der Aufklärung schaut, dann kommt ab 1800, wie gesagt, ungefähr dieses Sittenmonster auf. Das ist dann ein durchaus als real verstandenes Monster, nämlich Verbrecher. Ja? Zum Beispiel Hamann. Ja, Fritz Hamann zum Beispiel, der in Hannover, der Werwolf von Hannover übrigens wurde ja genannt von Lessing, der das Ganze aufgeschrieben hat. Mhm. Parallel dazu wird das klassische Monströse, also der monströse Körper, wird einerseits in die fantastische Literatur eingebracht und dann als fantastisch, als literarisches Konstrukt verstanden. Und ich finde immer, es gibt so ein Dazwischen, das wären die Freakshows zum Beispiel, wo man deformierte Körper ausstellt oder als fremd wahrgenommene Körper ausstellt, um sie einem staunenden Publikum zu präsentieren. Ja, aber der Mensch war doch schon aufgeklärt. Wie kann es denn dann sein, dass die dann noch staunen und glauben, dass das irgendwie besondere Menschen, Monster etc. wären oder besondere Fähigkeiten hätten? Also ich Wie diese behaarten Wesen halt, ne? Diese Menschen mit diesem Haarwuchs zum Beispiel oder ja, die Frau. Ja. Ne? Also es ist natürlich einmal eine Frage, wie weit ist der Mensch aufgeklärt? Dadurch, dass es jetzt die Aufklärung gibt, heißt das natürlich nicht, dass auf einmal jeder gebildet ist und sowas hinterfragt. Das ist ja erstmal lange Jahre ein Phänomen, das vor allem die gesellschaftliche Elite betrifft. Also nicht jeder hat Zugriff auf Bildung und auf irgendwelche Schulbildung, Bücher und so weiter. Ja, klar, ja. Und ja, aber Moment, die Freakshows, Verzeihung, wenn ich wieder unterbreche, aber die Freakshows, die gab es doch noch ein bisschen in den 50er Jahre? Ja, durchaus. Leider. Ja, genau. Die gab es durchaus. Also das spiegelt meiner Meinung nach vor allen Dingen aber einen Wunsch nach einem was Exotisches zu sehen wieder. Also man konnte da hingehen und hat was gesehen, was man vorher noch nie gesehen hat, was man so nicht kennt. Ja, so wie wir heute Kinofilme sehen. So wie wir uns heute einen Science-Fiction-Film angucken, sind die Leute damals zum Jahrmarkt gegangen und haben sich diese Freakshow angeschaut. Das war jetzt aber auch nichts, was man vielleicht als monströs, also man hatte schon als monströs wahrgenommen damals, obwohl man durchaus in der Lage war, auf einem wissenschaftlichen Niveau das medizinisch zu erklären, wie das kommt. Ja. Also die Teratologie hat sich etabliert, man wusste das halt. Das hat die Leute leider trotzdem nicht davon abgehalten, dass dann diese Menschen zu begaffen und irgendwie... Ja, ich finde, das ist ambivalent, wenn du die Disziplin der Teratologie hast und auf der anderen Seite trotzdem noch eine Freakshow. Genau. Das funktioniert erstmal logisch nicht. Ja, also heutzutage weiß man, man geht mit Behinderung um, mit körperlich anders aussehenden. Man weiß, wo das herkommt. Mittlerweile wissen das halt auch breite Gesellschaftsschichten. Aber bis das soweit ist, das dauert halt. Ne? Mm. So, und das damals, wenn man jetzt so eine Freakshow besucht hat, wurde das Objekt allerdings nicht hervorgerufen. Ich glaube, das wäre mehr so eine Art Faszinosum et Tremendum, oder? Ja, man staunt einfach. Ne? Man findet das irgendwie interessant. Ja. Also, Die Lust an der Neugier hat das Lorraine Destin, glaube ich, mal gesagt. Wobei es ja doch durchaus sein könnte, dass beispielsweise Kinder oder so Angst bekommen haben, wenn die dann plötzlich voll behaarte Menschen da gesehen haben, die so aussahen wie Wölfe oder so. Ja. Oder klar. Wer weiß, zweiköpfige Menschen, keine Ahnung, da kriegt man ja auch Angst vor. Eben oder Ekel aufgrund dessen, dass es eine Deformation ist. Ja, aber also klar, bei Kindern, aber ich glaube, die Hauptintention war, das ruft Staunen hervor, das finden die irgendwie interessant. Und das Exotische natürlich. Das Exotische, was man halt nicht kennt. Ja. Das weiß nicht, dass es Angst hervorrufen sollte per se irgendwo. Ich wäre lieber zu so einer Buffalo Bill Show gegangen, um ehrlich zu sein. So eine Wild-West-Show. Oh ja, genau. Ich meine, es war ja auch das Exotische, ja, das dann da hervorgerufen wurde. Nur war es wesentlich abenteuerlicher und interessanter. Aus meiner Perspektive, aus der heutigen Zeit natürlich, als jetzt so eine als behinderte Menschen sich im Rahmen einer Freakshow anzuschauen.
Weißt du, also dieses, Das ist ein gesitteter. dieses Stereotyp des edlen Wilden vielleicht, was man dann in diesen Buffalo Bill Shows, wenn man da Oh, irgendwelche auch Indianer das, ja. porträtiert, ja. Der edle Wilde, ja. Wobei ja das Wilde ja auch noch da natürlich mit einer Rolle spielte. Ja, Und da ja. haben wir wieder das Unbekannte. Genau, aber die sahen dann ja aus wie Menschen, also das sind keine Monster mehr. Ja, richtig, aber trotzdem waren es ja andere Ja, Menschen aus einer klar. anderen da wieder Räumlichkeit, wieder Ja. aus einem anderen Kulturraum. Aber so weit war man dann schon, dass man die jetzt ja nicht mehr als monströs wahrgenommen hat. Wobei man fragen kann, wenn man zum Beispiel, gab es ja im Zoo Hannover übrigens ja auch, soweit ich weiß, irgendwelche Menschenschauen. Also das heißt in der Stelle schon Menschenschau, wo, Also wann gab es das im Zoo Hannover? das geht bis ins 19. Jahrhundert rein, Okay. dass Angehörige anderer Ethnien, die Inuit zum Beispiel, Ja. dort im Zoo zur Schau gestellt wurden wie Tiere. Also so wie Hieß eine aber Freakshow. wie eine Freakshow, nur es heißt ja schon Menschenschau, nicht Freakshow, ne? Ja. Also man war sich schon bewusst, dass das Menschen sind. Man hat die auch als Menschen wahrgenommen. Aber auch das ist irgendwo so eine Lust am Exotischen. Also die kommen halt von weit weg. Aber da hat man zum Beispiel nicht mehr dieses mittelalterliche Bild, dass das dann halt muss Monster sein vom Rand der Welt oder so. Ja. Trotzdem Aber hat man sie im Zoo ausgestellt. Das ist natürlich auch nicht okay. ja, aus der heutigen Perspektive nicht, aber sollte ja eine Faszination dann wiederum hervorrufen. Genau. Also ich bin mir relativ sicher, dass das in Hannover auch gegeben hat. Also ich weiß, in Hagenbeck in Hamburg auf jeden Fall. Also der Karl Hagenbeck war einer der größten, die das gemacht haben. Menschenshows. Ja. Bis wann gab es denn diese Menschenshows? Weißt du das? Ja, bis Ich gestern. würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, um 1900 schon noch. Ja. Aber sicher bin ich mir nicht. Okay, alles klar. Gut, aber da siehst du, es ist wieder schwierig, das so zu differenzieren, ja. Ja. Einmal natürlich die Monster in der Realität hier als Freaks, ja, als Körpermonster, aber da auf der anderen Seite haben wir noch fantastische Kreaturen in der Literatur oder in den Anfängen des Films, George Méliès und so weiter. Genau. Ja. Oder auch später King Kong, viel später. Ja. Ja. Und jetzt mussten also neue und künstliche Monster daherkommen. Genau. Also Wie einmal zum Beispiel jetzt Mary Shelleys Frankenstein. zum Beispiel in der Oder Literatur, wie ja. sieht es denn da auf der anderen Seite mit dem Vampir aus, der zeitgleich am Genfer See literarisch da etabliert wurde, ja? Polidori, ja, Ja, der. genau. Ja, es Ach, gibt ja 1816 war das, ne? genau, Ja. dieses ominöse Treffen von ist das, Byron war da, ne? Ja. Polidori und Shelley. Percy Shelley und Genau, Mary und Mary Shelley. damals noch Will, Ja. also bevor sie verheiratet war mit ihm Ja. zumindest, ne? Ja, erzähl ruhig weiter. Erzähl Das ruhig weiter. geht ja so in diese Gothic Novel Schiene so ein bisschen rein. Aber auch da ist das Monströse ja irgendwo zeichenhaft. Also die schreiben von irgendwelchen Monstern, aber denken sich dabei natürlich irgendwo auch was. Also das Monströse symbolisiert dort immer irgendetwas. Also wenn man mal ein anderes Beispiel, Jekyll und Hyde zum Beispiel. Ja. Von Stevenson. Der ist natürlich Mr. Hyde, das wilde Biest, symbolisiert irgendwo den Ausbruch aus als sehr einengend, aus der sehr einengenden viktorianischen Gesellschaft. Also war eine sehr, also man empfand das auch damals schon als relativ prüde Zeit. Man sprach zum Beispiel nicht über Sex, sowas ging halt gar nicht. Man musste immer höflich sein, sehr verschlossen und korrekt. Und Mr. Hyde symbolisiert das Wilde. Also der nette Dr. Jekyll wird dann, wenn er seinen komischen Trank trinkt, dann zu Mr. Hyde und springt als Bestie da von Hausdach zu Hausdach und bringt irgendwelche Leute um, so So wie ungefähr. wir heute Hulk kennen. So wie wir heute Hulk kennen, ja. Auch Hulk ist ja irgendwo so eine Fortführung des Ja, Ganzen. Das ist der ja der. Banner und der Hulk, ja. Genau. Also auch diese literarischen Monster, die stehen natürlich immer für irgendwas. Das wäre ja auch wieder Conan dann tatsächlich. Stimmt. Ja, die Gesellschaft produziert Monster und hier in Form der Literatur. Genau. Ganz bekannt ist natürlich Dracula. Also klar hat John Polidori mit The Vampire und seinem Lord Ruthven, heißt er, glaube ich, den Vampir so ein bisschen salonfähig gemacht. Also der verbindet dann Ja. ja im Prinzip die osteuropäische Folklore mit und öffnet den Vampiren damit die Tür in irgendwelche englischen Gentlemen's Clubs. Aber Bram Stoker ist mit Dracula dann natürlich ein ewiges Denkmal gesetzt. Aber auch das ist natürlich vom Rand der Bekannten oder vom Rand des britischen Empire kommt das Wilde, das Barbarische, das Monströse in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft und wird dann da von den Repräsentanten des kleinen Bürgertums per se, von Jonathan und Mina Harker, dann irgendwie in seine Schranken verwiesen auch. Ja,
plötzlich ist das Monster in der Aristokratie verankert. Genau, also man, auch in Dracula hat man ja rein interpretiert ohne Ende. Der Vampir kann ja alles sein. Also man hat zum Beispiel... Boah, da müssen wir nochmal einen extra Vampir-Podcast machen. 10. Ja, 10 Vampir-Podcasts. Ich bin dabei. Also zumindest wäre das halt auch wieder Coen sonst, ne? Also ja. Coen per se. Letzten Endes hat man aber auch hier immer so diesen Wunsch nach Exotismus. Ne? Je fremdartiger das Monströse ist, das man präsentiert, desto spannender finden das. Hast du gerade Exorzismus gesagt? Nee. Lust nach nicht. Exorzismus? Exotismus. Ach, Exotismus. Achso. Lust auf Exorzismus, ja, lieber nicht. Ich wollte gerade sagen, exorzieren wollen wir jetzt hier nicht, oder? Ja, hoffentlich nicht. Ne? Nein. Okay. Also die Lust am Exotischen, so ist ja. Vielleicht besser, findet man natürlich auch da, gerade in modernen Science-Fiction-Romanen. Also je fremdartiger und seltsamer das dort gezeigt ist, desto spannender finden das die Leute vielleicht. Mhm. Also das natürlich auch. Und im filmischen Bereich würde ich sagen, dass da auch so ein gewisses Maß an Selbstbeweihräucherung mit reinschwingt. Guck mal, was unsere Tricktechnik jetzt schon alles kann. Mhm. Gerade bei diesen frühen Monstern, also King Kong zum Beispiel, ist ja irgendwie so eine Hommage Hollywoods an sich selbst, würde ich fast sagen. Also ja, Der Regisseur, der zur Insel fährt, sagt ja auch, er will the greatest picture in the world schaffen. Also das stimmt. Das spielt da auch irgendwie mit rein, dass man halt dann spektakuläre Special Effects dann da bieten sich Monster natürlich auch für an. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber Japan oder den asiatischen Bereich wieder mit den Kaiju-Filmen, zu denen ja auch Godzilla gehört. Und das ist keine Selbstbeweihräucherung, sondern vielmehr eine Reaktion auf Hiroshima Nagasaki, oder? Genau, das wäre ja auch wieder Coen. Das sind ja gesellschaftliche Missstände, die da irgendwie angeprangert werden. Ja. Machen irgendwelche Atombombentests und dann mutiert irgendeine Echse und fängt an, irgendwelche Städte zu zerlegen. Zum Beispiel, ne? Ja. Godzilla. Und das ist ja ein Monster jetzt per se. Genau. Ja. Das wäre, also... Godzilla ist aber, glaube ich, auch ein reines Filmmonster. Ne? Das hat kein literarisches... Ich meine auch, dass es ein Filmmonster ist, ja. Glaube ich. Hm. Müsste man nochmal recherchieren eigentlich. Also im asiatischen Raum kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Hm. Ja, Schande über mein Haupt. Ja, genau. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal kurz nachrecherchiert bezüglich des Genfer Sees. Also es war tatsächlich 1816 in der Villa Diodati. Ja. Ja, als diese feine Gruppe an einem regnerischen Abend sich Geschichten selbst ausdenken musste, nachdem der ganze schon vorhandene Stoff und Bücher da ausgelesen wurde, hat dann Mary Shelley, glaube ich, vorgeschlagen, dass die jetzt selber sich Kurzgeschichten ausdenken müssen. Ne? Genau. Und der Lord Brion war dabei, der Percy Shelley, Mary Shelley und Jane Clare. Jane Clare Claymont war dabei noch. Und die einzigen halt, die da noch, wie gesagt, dann wirklich der Polidori, der den Vampir hervorgebracht hat und zeitgleich in dieser selben Villa Diodati dann auch noch die Mary Shelley und der Percy Shelley. Ja. Ist ja ein bisschen tragisch. Also man hat das ja George Byron zugeschrieben, den Vampir, erst lange Zeit. Und Polidori war sein Arzt, sein Leibarzt. Ja. Ich weiß gar nicht, was er hatte, der gute Byron, aber zumindest brauchte er offenbar einen Arzt. Tja, und danach waren sie keine Freunde mehr, ne? Nee, aber bei Polidori ist auch kurz darauf irgendwann gestorben. Ja, der ist ziemlich jung verstorben. Kann sein, dass er sich umgebracht hat. Ich weiß es aber nicht genau. Okay. Es gibt übrigens ein ganz, ganz interessantes Buch von Christoph Hardebusch. Das ist ein deutscher Fantasy-Autor. Mhm. Der steigt in diese Völker-Fantasy-Reihe so ein bisschen ein. Aber meint es, glaube ich, auch nicht so ganz ernst. Er hat zumindest ein Buch geschrieben, die Werwölfe. Und da nimmt er diese regnerische Nacht am Genfer See als Aufhänger und präsentiert dann George Byron als Werwolf, der dann da halt sich selbst als neuen Prometheus darstellt, der dann die Gemeinschaft der Werwölfe zu einem besseren Leben außerhalb der Ketten und Verfolgung der Kirche tatsächlich dann führen will. Ist eigentlich ganz witzig. Das ist aber irgendwie völliger Nonsens, dadurch, dass der Werwolf nun gar nichts mit dem Genfer See zu tun hat. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Nee, weil im Genfer See, also das sind ja wirklich zwei wichtige Sachen. Wir haben im Genfer See einmal das von der Wissenschaft produzierte Monster, Frankenstein. Als Kreatur, genau. Und zweitens eben den Vampir. Genau, der aus der osteuropäischen Folklore dann nach Europa kommt. Richtig. Und sich da einnistet. So, und der... erste englischsprachige Vampirroman, das war dann Vorney the Vampire von James Rainer, 1845. Aha.
Genau, und der wurde dann auch in den Penny Dreadfuls veröffentlicht, in diesen kleinen Groschen-Roman. Ja, ja. Ja. Genau, also das war dann erst 1845 englischsprachig. Ja. Ja, das geht alles so ein bisschen unter vor Dracula, ne? Das ist ja das, stimmt, was jeder kennt mit Bram Stoker, aber er war halt nicht der Erste. Ja. Also den, du gerade sagst, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich wusste Polidori mit The Vampire, der ist halt, dass der viel dann da dazu gemacht hat und der den Grundstein dafür gelegt hat. Ja, 1872 haben wir dann noch Joseph Le Fanu mit Camilla. Ja, ja, der, ja. Den ja. weiblichen Vampir und die lesbische ja. Literatur. Genau, genau. Also, das kennt man dann auch wieder, so den... Ja, und dann halt Bram Stoker natürlich mit Dracula. Ja. Und heute sagen schon alle Edward Cullen. Oh ja, furchtbar. Ja, und nicht mehr Dracula. Dracula scheint auch schon so auch wieder veraltet zu sein. Ja, Dracula wurde ja schon so oft verfilmt. Ja. Aber auch diese Verfilmungen, die zeigen ja auch immer irgendwie so ein bisschen was über die Gesellschaft gerade, ne? Also, ja, jetzt hatten wir zuletzt Dracula Untold mit dem Chris Evans. Ja, den fand ich furchtbar. Ich auch, der war ja, ausgesprochen schlecht. Aber das ist ja, das stellt ja auch nicht so unbedingt nur das Vampirische ins Zentrum. Es war ja Dracula Untold, da geht es ja dann um die Blood Origin. Savage vor allen Dingen halt, ne? Also die historische Gestalt hinter Dracula. Mhm. Ist also auch ganz interessant, vielleicht wäre das auch mal ein Podcast wert, aber Bram Stoker hat sich ja auf eine historisch verbürgte mittelalterliche Person tatsächlich berufen, Vlad den Pfehler. Finde ich sehr spannend, den Typ. Es gibt, glaube ich, keine historische Person, die so überformt dargestellt wurde, einfach da, weil er in irgendwelchen Propagandaschriften so diffamiert wurde. Aber war das auch nicht die Bloody Mary? Die Blutgräfin, ja. Auch. Elisabeth Bathory, glaube ich, heißt sie. Ja. Ne? Ja, die Jungfrauenmörderin da, ne? Genau. Die hat er da auch mit reingepackt, ja, genau. Aber der Name direkt ist ja Dracula, ist Vlad Draculea, Vlad Cepes, also ist Vlad III. War ein Voivode in der Walachei. Aber auch das Dracula, ist das ist doch auch der Orden der Drachen. Nee, doch, der Orden der Drachen, war das ja, nicht so? Ja, es gibt Kaiser Sigismund, das war ein Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der hat einen Drachenorden. Genau, geschaffen. Der Drachenorden, ja. Das hat mit Vlad dem III. Eigentlich wenig zu tun, aber sein Vater, Vlad der II., hatte den Beinamen Vlad Dracul. Ja. Und man geht davon aus, dass dieses Dracul, ist rumänisch für der Drache. Der Orden, dass er zum Orden dieses Drachen gehört. Genau, und deswegen der Beiname. Und Dracula, beziehungsweise Draculea, heißt der kleine Drache. Deswegen der Sohn. Ja. Also der Sohn des Drachen. Ja. Man hat das fälschlicherweise als der Sohn des Teufels übersetzt. Das passt natürlich super da rein, aber es ist der Sohn des Drachen. Ich stand übrigens mal neben Vlad den Fehler. Oh, und ja. Du bist noch hier. Ja, und ich bin noch da. Und zwar im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London. Echt, der steht da drin? Ja, der ist cool. Dabei. Richtig. Genau, nee, da müssen wir unbedingt einen Vampir-Podcast machen. Ja. Im Rahmen von Monster Talk. Unbedingt. Machen wir. Super. So, also, jetzt haben wir den Vampir. Jetzt haben wir über Frankenstein gesprochen, mit dieser ganzen klassischen Monster. Gibt es denn jetzt auch aus den neueren Filmen ansprechende Monster, die es zu erforschen gilt? Oder werden immer wieder diese klassischen Figuren aufgegriffen? Also, man hat es schon, dass ein monströses Konstrukt immer wieder kommt. Also, der Vampir zum Beispiel, den gibt es ja immer, ne? Ja, in allen Formen, in allen Facetten. In allen Formen. Also, man hat dann ja dieses... den Vampir als Objekt sexueller Begierde, das gibt's ja True Blood oder diese Twilight-Geschichte. In jüngster Zeit kommt er dann aber wieder als wirklich monströses Wesen, das wirklich böse ist wieder, was man dann mit Viruserkrankungen zusammenbringt. In welcher Serie? In welchem Film? The Strain, genau, heißt das Ding. Ah, The Strain. Fand ich super. Das ist eine Amazon-Serie, oder? Ich glaube nicht. Aber es ist eine Serie. Ja, mit dem, das ist das mit dem Cover mit dem Auge, oder? Ja, genau, dass da so rumbaumelt. Ja, genau. Fand ich ganz gut gemacht. Es geht darum, dass der Vampirismus als Krankheit, der sich immer verbreitet wie ein Virus. Das heißt also, Menschen sind determiniert, Blut zu sich zu nehmen, genau, von Menschen. Genau. Wie der Zombie, der essen muss, und genau. Die müssen die Blut essen. Was nur, dass die aristokratischer auch sind? Nee, die gar nicht. Die sind sehr, die sehen schon ziemlich untot aus. Also ja. Das ist natürlich aber auch wieder eine moderne Angst. Also Viruserkrankungen im Sinne von einer global zusammengewachsenen Gesellschaft, wo solche Krankheiten natürlich über Flughäfen, sonst was für Verbindungen super schnell verbreiten können. Da formt sich der Vampir dann natürlich um und repräsentiert so eine Angst. Ja, wie beim Zombie. Das war ja bei Romero war das ja noch kein Virus. Genau, genau. Das kommt dann später. Ja, 28 Days Later. Das ist ein ganz populäres Beispiel.
Genau. Dass es dann ja keine Zombies sind, sondern mehr kranke Menschen, ja? Ja, also auch der Zombie wandelt sich zum Beispiel über die Jahre hinweg. Aber es ist dasselbe Motiv, also Zombie in immer unterschiedlichen Erscheinungsformen. Das gilt für den Vampir, das gibt es auch für den Werwolf im Prinzip, das gibt es eigentlich für ziemlich jedes Monster. Ja, also in dem Sinne gibt es keine neuen Monster, das war jetzt ja meine Frage. Also wirklich mal, wo wir sagen, hey, das ist ein Typus, den haben wir so noch nie gesehen. Im Kino, in der Literatur, in Medien. Also man hat es ab und zu in Science-Fiction-Filmen, ja, dass man halt neue Kreaturen schafft, aber die stehen dann ja auch immer für das Gleiche. Also das ist dann irgendwie die übernatürliche, nicht erklärbare Bedrohung. Hm. Also das tut, in der Science-Fiction ist das ja immer ein bisschen schwierig, weil die Science-Fiction ja davon lebt, dass die Zukunft erklärbar ist. Also man hat halt, mit Technik kann man alles machen. Und wenn man dann halt trotzdem irgendwie einen Gegner haben will, der nicht erklärbar ist, dann bringt man halt irgendwie ein neues Alien da rein. Also wie jetzt das Alien von Ridley Scott, über das wir gerade gesprochen haben. Ja, das jetzt vielleicht nicht, aber... Weil das ist doch nicht erklärbar, oder? Das Alien doch... Ist das erklärbar? Ist nicht... Naja, es ist ja angedeutet immer so ein bisschen. Ja, ne? Eben, also genau. Dieser unsäglich schlechte Prometheus ging ja in so eine Richtung. Hast du Alien Covenant noch gesehen? Habe ich gesehen, ja. Fand ich gar nicht schlecht tatsächlich. Eieiei, wie kannst du den nun nicht schlecht finden? Nicht schlecht finden. Ich muss den schon öfter mal anhören. Ja, oh Mann. Alien finde ich jetzt, würde ich jetzt auch diesen Science-Fiction-Aspekt eher in den Hintergrund stellen. Da steht für mich der Horror im Vordergrund. Aber genau, und das Alien ist ja auch ein Monster, weil es was Unbekanntes ist für uns. Ja. Auf unserem kleinen Planeten, wir wissen nicht, was ist da draußen. Ja, ja, das ist das Unbekannte und deswegen ist es wieder Monster. Ja. Das wäre an sich ein neues Monster schon. Ja, klar, Das gab es so vorher nicht. Das hat natürlich irgendwas von einem Parasiten, irgendwie von einem monströsen Parasiten, der dann da... Und aber generell, das ist ja auch wiederum nach Cohen entstanden durch diese Invasionsängste in den 1950er Jahren, durch den Kalten Krieg, auch die Science-Fiction-Filme, ja? Ja, klar. Da hat man vor allem in der Science-Fiction viel. Das war, ja. Ja. Also Untertassen greifen an, fliegende Untertassen greifen an und so, diese Klassiker. Oder diese Tarantula. Ja, diese ganzen Invasionsgeschichten halt. Ne? Richtig, ja, genau. Da entstanden ja schon Aliens, aber jetzt nicht so wie das Alien von Ridley Scott tatsächlich, ja. Aber letzten Endes sind das ja, die sind alle immer so ein bisschen abgewandelt, wobei ich Ridley Scott's Alien halt, wie gesagt, ein bisschen rausnehmen würde, aber in diesen ganzen Invasionsfilmen oder in anderen Science-Fiction-Geschichten. Stimmt, ja, hier Independence Day und so weiter. Ne? Die sehen halt alle vielleicht ein bisschen anders aus und können ein bisschen was anderes, aber letzten Endes stehen sie halt für irgendwie das Gleiche. Ne? Also, ja, gut, und im Bereich des Horrorfilms sind dann doch die Monster letztendlich immer die gleichen, ne? Wenn auch in verschiedenen visuellen Darstellungen oder Facetten. Seien es jetzt Monster als Menschen, da haben wir jetzt schon gesagt, dass das geht nach dem Foucault. Genau. Ja, wie zum Beispiel in dem Film Don't Breathe. Hast du den gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber... Mit diesem alten Veteranen, der dann die Jugendlichen durch sein Haus verfolgt. Also der blinde Veteran. Und die dürfen eben nicht atmen, weil sie sonst Geräusche machen. Das klingt ziemlich und der cool, die dann entdeckt. Oh ja, den solltest du dir ansehen. Denn das ist ja ein Mensch, der ja dann andere Menschen umbringen will und damit ganz simpel gegen ein Tabu verstößt. Ja, das hast du ja bei diesen ganzen Serienkiller-Geschichten. Serienkiller, ja. Slasher-Filme zum Beispiel. Ja, ich habe neulich wieder Halloween gesehen. Ich habe mich hingeschmissen. Ich habe mich so totgelacht, ne? Weil das ist ja eigentlich auch das Lustige an Halloween, dass der Michael Myers immer so ganz gemütlich daherrennt, eigentlich wie so ein Spaziergänger. Ja, und einfach so, die tötet, während die sich vorher ausziehen natürlich. Ja. Und die dann eben so dumm sind und einfach nicht entkommen können, obwohl sie allerzeit der Welt dafür hätten. Ne? Ja. Ne? Also das ist wirklich lustig. Ja, Michael Myers dann eben auch als Foucault'sches Monster, ja? Ja. Weil Objekt würde es hier nicht treffen. Nee, würde es nicht, genau. Aber das sind ja die diese ganzen... Wobei sich der Zuschauer ja auch des Objektes, seines eigenen Objektes befriedigen kann, wenn er so etwas sieht. Weil das ist ja was Tabuisiertes. Das ist, das ist das, was ich gerade meinte beim Betrachten eines Horrorfilms. Das sagt ja auch Stephen King in seinem Buch Dawn's Macabre. Eben diese Triebe des Menschen, diese tabuisierten Triebe des Menschen, zumindest visuell zu befriedigen zu können. Auf jeden Fall. Ja. Ob es jetzt eben das Ekelhafte ist, sei dahingestellt, das wäre jetzt in den Zombie-Filmen der Fall oder im Körperhorror oder in diesen Italo-Western. Aber jetzt bei Michael Myers wäre das, denke ich, dann nur diese Aktion, die Michael Myers als solches durchführt. Ja. Also das Killen einfach. Und dann einfach an dieser Abstraktheit, dass da so eine gewisse Komik dann auch entsteht, ne? Weil das einfach zu abstrus ist.
Also natürlich gibt es das auch in der Realität und das ist schrecklich, wenn sowas passiert in der Realität. Aber einfach dadurch, dass diese Damen dann da so rumrennen, ja, bis zum Final Girl letztendlich. Und Niklas weiß immer sofort, wer das Final Girl ist eigentlich. Ja, die sich dann sexuell zurückhält im Film. Das ist ja der Slasher-Film und der Horrorfilm ist ja der Brüder, ne? Also, Sex vor der Ehe wird immer bestraft, Alkohol- und Drogenkonsum wird immer bestraft. Das ist doch eine goldene Regel von John Carpenter auch, ja? Die er erfunden hat. Ne? John Carpenter ist jetzt ja eigentlich der letzte, somit der letzte, in Anführungsstrichen, Überlebende dieser Horrorregisseure. Wes Craven ist verstorben, George Romero ist schon verstorben. Ja, jetzt ist nur noch der Carpenter da unter anderem, ne? Oder noch wer? Na gut, Stephen King weilt noch unter uns als großer Horrormeister. Ja, Stephen King ist unkaputtbar, der wird immer noch unter uns weilen. Ja, wie die Queen, ne? Wie die Queen. Die beiden. So, das waren unsere Monster. Ja, sag mal, was hast du da Ahnung, was die Kirche dazu sagt eigentlich? In der Vergangenheit auch, im Mittelalter oder auch während der Aufklärung, nach der Aufklärung, mir egal. Was sagt die Kirche denn zu den Monstren? Also, zumindest im Mittelalter war es ja immer auch Teil dieses christlich-theologischen Diskurses, ob es die Monster gibt und wenn ja, sind sie Menschen. Und wenn sie Menschen sind, dann müssen wir sie ja bekehren. Müssen wir sie taufen zum Beispiel. Das wäre. Geht das dann auch auf deformierte Menschen? Also sind dann jetzt ganz salopp gesagt Pfarrer oder Kirchen, Pfarrer in Freakshows gegangen, um die zu segnen oder um die zu bekehren? Weißt du da mehr drüber? Jetzt tatsächlich nicht, das wäre nach der Aufklärung, aber zumindest im Mittelalter ist es ja immer Teil dieses Diskurses, was macht Menschlichkeit eigentlich aus? Reicht es, eine Seele zu haben? Macht das einen Menschen aus? Ja, stimmt, das müssten wir erstmal diskutieren, bevor wir über das Monster sprechen, was man den Menschen aus. Das wurde im Mittelalter nämlich eben auch diskutiert. Ja. Und je nachdem, wie man es dann fasst, hätte man hingehen müssen, um diese Monster zu taufen. Das war damals natürlich erstmal ein theoretisches Problem, weil sie ja am Rand der Welt waren, da kam man halt nicht so ohne weiteres hin. Aber es ist dann in dem Moment ein politisches Instrument geworden, wo dieser Rand offenbar erreichbar schien, nämlich im Kontext der Entdeckungsreise nach Amerika. Also Kolumbus fährt nach Amerika, denkt, er ist in Indien, denkt, er trifft da Kannibalen und so weiter. Und dann wird diese Diskussion wieder relativ virulent, weil dann die Frage besteht, sind das Menschen? Wenn ja, müssen wir sie taufen, das ist das eine. Aber sind es Menschen? Wenn sie nämlich keine Menschen sind, dürfen wir sie versklaven und sie dürfen in unseren Plantagen arbeiten. Mhm. Da geht es dann nämlich auch wieder hin und her. Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt etwas weiter in die Gegenwart gehen, hätten dann nicht auch Geistliche in diese Menschenshows, wie heißt das, Menschenschau im Zoo? Hätten sie eigentlich tun müssen, weil das waren ja Menschenschau. Weil dann, Menschenschau, genau, und dann waren sie auch schon aufgeklärt sozusagen und wussten nicht wie Kolumbus, ja, wenn es keine Menschen sind, kann ich sie versklaven, sondern das war ja schon ein bisschen später. Da befinden wir uns jetzt ja schon im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts noch, meintest du gerade, in Hamburg sogar oder in Hannover. Warum haben sich da die Geistlichen nicht stark gemacht eigentlich? Weißt du da mehr drüber? Das ist eine interessante Frage. Also es gab ja durchaus Missionare, die dann zu denen in ihre Heimat dann überhaupt hingereist sind, um dann den christlichen Glauben zu verbreiten. Also hat sich der Glaube natürlich überhaupt erst verbreitet. Ja, klar. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Kirche da was gegen hatte, dass es diese Menschen schon gegeben hat. Genau, oder Freakshows. Ja. Wobei diejenigen, die dann ja in den Freakshows aufgenommen wurden, so viel wie ich weiß, da eigentlich einen ganz guten Platz hatten. Denn sonst waren es ja gesellschaftliche Außenseiter, aber im Rahmen der Freakshows wurden sie dann zu etwas Besonderem heraufbeschworen. Eben dadurch, dass sie sich dann zur Schau stellen konnten und es wurde, die hatten dann keine Angst mehr, die Menschen hatten dann keine Angst mehr von diesen Leuten oder haben sich über die lustig gemacht, sondern dann waren sie tatsächlich ein Teil einer Show. Also was Besonderes. Ja, klar, man ist immer so leichtfertig dabei zu sagen, oh Gott, das war ja ganz furchtbar für die, wenn die so angegafft wurden. Aber letzten Endes hatten sie dann ja irgendwo. Ja, die haben davon profitiert. Die waren gesellschaftlich plötzlich mehr anerkannt sozusagen. Ja, und sie hatten vor allen Dingen die Möglichkeit, dass sie da ein Dach über dem Kopf hatten. Ja, konnten Kontakte. Was zu essen und zu trinken bekommen haben und so weiter. Genau, und konnten Kontakte knüpfen mit der Gesellschaft. Ja. Ne? Also der Autor Sergius Golovin, der hat das so schön beschrieben im Traumreich der Jahrmärkte, hat er gesagt, ja, dass sie sich dann da tatsächlich auch wohlgefühlt haben sollen. Ja, ob das stimmt, sei mal dahingestellt, ne? Ja, klar. Ja. Auch hier wird dann gesagt, Lovecraft deutet schon an, dass die Wachsfiguren und die dazu erzählten Märchen der Schausteller, dass sie
die den Lovecraft zu seinen Gruselgeschichten angeregt haben, diese Freakshows unter anderem. Wusstest du das? Also hier Grauen im Museum von Lovecraft oder die Gestalten wie die Gorgonen, Chimären, Drachen, Zyklopen etc. Hm. Naja, wie auch immer. Gut, ich merke, du bist müde, oder? Ich bin nicht müde, ich denke gerade über Lovecraft nach. Okay, gut. Dann pass auf, dann denkst du noch weiter über Lovecraft nach, ja, und ich bringe diesen Podcast so langsam zum Ende. Okay, okay. Mal. Weil, oder gibt es noch etwas zur Monster-Theorie oder zu Monstern, das du unbedingt noch loswerden willst? Ich glaube, wir sind schon ziemlich viel losgeworden. Ja, wir sind sehr weit. Gut, Niklas, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst und wirklich so viel Infos hier streuen konntest. Das war wirklich sehr interessant. Ich hoffe auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen lieben Dank, dass ihr auch diese Folge zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann bei der nächsten Folge des Monster Talks mit Niklas dann wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!